Spiel, Satz und Sieg. 93 Herren und 49 Damen kämpfen in diesem Jahr bei den Neuenhagen Open um die Ehre und natürlich um Pokale. Vor allem der Finaltag hätte spannender kaum sein können, aber der Neuenhagener Tennisclub in Brandenburg bietet noch viel mehr. Wir machen tolle Partys, die für alle Altersklassen geeignet sind. Wir veranstalten Sportevents, die auch immer für alt und jung geeignet sind, wo auch alle Altersklassen gemeinsam Tennis spielen. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um ja, die Mitglieder miteinander zu verknüpfen. Der 1993 gegründete NTC am Stadtrand von Berlin hat eine der schönsten Sportanlagen der Region. Mitten gelegen in einem Landschaftsschutzgebiet zeichnet den Verein vor allem das viele Grün und die Natur aus. Um das Ambiente auch richtig genießen zu können, ist im Club auch eine Gastronomie beheimatet. Und genauso wie auf der gesamten Anlage legt der NTC auch auf den Plätzen sehr viel Wert auf Qualität. Das ist für uns ganz wichtig, dass der Zustand der Netze, die Linien etc. alles im Prinzip dem entspricht, was man für ein vernünftiges Tennisspiel braucht und das durchgängig die ganze Saison gleich bei einer Qualität. Gespielt wird hier auf insgesamt 7 Sandplätzen noch, denn das soll sich bald ändern. Das große Ziel ist eine anliegende 2-Feldhalle, um den Kids und Jugendlichen, aber auch den Senioren aus dem Verein und der Gemeinde eine ganzjährige Spielchance zu ermöglichen. Bereits 2 Jahre wird daran gearbeitet. Es ist alles viel, viel schwieriger als wir dachten. Es ist komplizierter als wir dachten. Die Politik macht es uns nicht leicht, die Behörden machen es uns nicht leicht. Trotzdem sind wir zuversichtlich, dass wir zu unserem offiziellen 30. Geburtstag mit der Halle oder vielleicht sogar in der Halle feiern können. Lohnen würde sich das auf jeden Fall. Immerhin hat der Club über 360 Mitglieder. Viele davon sind in den über 30 Mannschaften aktiv, die im Spielbetrieb involviert sind. Das Mannschaftsgefüge einfach mal ganz wichtig. Also gerade im Erwachsenenbereich ist es halt wichtig, dass die Mannschaften zusammengehören. Geht es nicht unbedingt um den sportlichen Erfolg, sondern einfach um das gemeinsame Erleben oder um die Gemeinsamkeiten. Zudem bietet der Neuenhagener Tennisclub über 40 Trainingsgruppen für Kids, die ein Drittel der Mitglieder ausmachen. In den Ferien organisiert er Jugendcamps. Einen besonderen Wert wird hier auf die Kombination aus Leistungs- und Breitensport gelegt. Also beim Kinder- und Jugendtraining ist mir besonders wichtig, dass es effektiv ist, dass die Kinder wirklich was lernen auf dem Tennisplatz, dass es nicht nur eine Art der Beschäftigung ist am Nachmittag, sondern dass sie tatsächlich technisch weiterkommen von Jahr zu Jahr und dass man die Fortschritte sieht, sodass sie uns erfolgreich unterstützen können, ganz einfach in unseren Mannschaften und uns gut vertreten können und den Verein vor allem repräsentieren können. So helfen sie auch gern als Ballkinder für die Neuenhagen Open, dem Saisonhighlight des Tennisclubs. Der Finaltag der diesjährigen 17. Open wird bei über 30 Grad regelrecht zu einer Hitzeschlacht. Beide Male fällt die Entscheidung erst im Match-Tiebreak. Im Endspiel der Damen triumphiert schließlich die amtierende Berliner Meisterin Catalina Peja über Sophie Greiner. Bei den Herren triumphiert Jonas Pelle-Hartenstein nach einem fulminanten Comeback-Sieg über Markus Malajczak. Doch die Neuenhagen Open sind nicht das einzige Turnier, das hier gespielt wird. Wir bieten mittlerweile auch pro Jahr ungefähr 8 bis 10 LK-Turniere, also Leistungsklassenturniere an, wo halt auch aus verschiedenen Vereinen aus Berlin-Brandenburg und auch aus Deutschland Spieler kommen. Wer jetzt auch Lust auf Tennis bekommen hat, der sollte auf jeden Fall mal beim NTC vorbeischauen und wenn nicht als aktiver Sportler, dann vielleicht als Zuschauer bei den Neuenhagen Junior Open, die vom 21. bis zum 24. Juli stattfinden werden. Und dann kann man sich ein eigenes Bild machen vom schönsten Sportplatz der Region.